meine grosse Liebe. Ich denke noch oft an den Tag zurück, wo ich dein Bild gesehen habe auf Instagram. Heute verspreche ich dir meine Liebe. Eine Liebe, die stark und gesund ist. Eine, die uns trägt, uns beiden Kraft schenkt und uns stärker macht. Gemeinsam werden wir viele Wege bestreiten und zusammenwachsen. Sei es beim gemeinsamen Wandern in der Natur oder auf unserem Pfad vom Leben. Ich liebe dich. Und ich freue mich darauf, diesen Weg mit dir zu gehen. Für immer. Am 19. November 2020, um 17.06 Uhr, hat mein Leben eine rassige Wendung genommen. Mein lieber Schatz, vom ersten Moment an, als ich dich gesehen habe, ist mir bewusst worden, was für eine unglaublich wunderschöne, lustige und empathische Frau du bist. Ich danke dir für deine Unterstützung, die du mir gibst, für deine Liebe, deine Zärtlichkeit und für unsere gemeinsame Zeit. Ich liebe dich von ganzem Herzen und das für immer. Have you ever walked the high pass, watched the northern lights flash, took a photograph on a Paris street? Have you ever climbed a tall tree, asked someone for mercy, gave something away that wasn't free? I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're lying in bed, it's slowly gonna be the death of you. Have you ever really lived? You talk a big game, but it's just a matter of time. Have you ever really lived? We're all on the clock here. In the blink of an eye, you're gone. So for once in your life, try the deeper water, feel the pull of whatever is out there, and ask yourself this once: have you ever really lived? Have you ever used your hands to build something from scratch that wasn't even for you? When you hear the waves are crashing over Nazareth, man, don't you wanna see them? And I don't wanna get a vision of you stuck in my head, because I know that you were meant to be wilder. Another night of television while you're stuck in your head. Is that really how it's going?